Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Wir sind im Lakeview Hotel, hieß das so. Und ja, letzter Part ist extrem viel passiert. Wir haben das Gefängnis abgeschlossen. Wir haben Laura wieder getroffen. Wir haben Eddie, ja. Und ja, wir sind jetzt wieder da. Wir haben schon einiges erkundet. Wir können auf die Karte gucken. Ich bin ein bisschen erkältet oder zumindest, ich habe es ein bisschen mit dem Hals, deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich heute ein bisschen down klinge. Wir müssen, soweit wie ich mich entsinne, nach oben, oder? Oh, fuck! Ja, das ist jetzt natürlich richtig schön viel Glück, was wir haben. Was? Wir lassen uns umbringen. Das nehme ich nicht. Das nehme ich nicht an. Ja, wir sind in dem Hotel und hier gibt es auch diese nervigen Gegner. Die wir hoffentlich schnell erledigen können. I don't know. Okay. Bitte, wenn ich jetzt rausgehe. Wir müssen nur die Treppe nach oben und dann müssen wir da in diesen komischen Gang. Hast du nicht gesehen? Ja, du wirst immer erwischt. Die laufen immer in so einer Stellung an dir beide vorbei. Willst du mich verarschen? Wow. 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 Ist das beschissen. Jetzt müssen wir, glaube ich... Wo mussten wir jetzt hier lang? Ja, hier den Gang lang, wo wir die im letzten Part so weggeschoben haben, was richtig geil war. Okay, okay, ich merke schon, Spiel, fick dich auch. Okay. Ja, nice. Das letzte Gebiet wird anscheinend sehr ätzend. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wahrscheinlich die nächsten ein bis zwei Parts durch sind, fertig sind, hoffentlich irgendwie. Nee, noch. Mit dem Kopf durch die Wand immer wieder dasselbe machen, vergiss es, Alter. Nochmal nicht. Ihr Stricher seid doch wieder da. Alter James, schießt du? Jetzt fällt mir erstmal auf, wie langsam der Stricher schießt. Oh fuck. Ja, jetzt schießt du natürlich schneller, eben nicht. Okay, also das Spiel hat seine Bugs, ich merke schon. Die HD-Version wird ja oft für seine Bugs kritisiert. Ich kann auf jeden Fall sagen, so langsam kriege ich was mit. Alter, was soll ich denn machen auf so kurzen... Heilung? Ja, jetzt greift er sie mich wieder an, auf so kurzen Gelände. Alter, wie soll ich denn an dem vorbei? Das ist, finde ich, echt lächerlich. Ja, jetzt haben wir wieder den Moment. Das Spiel ist noch in seiner Sequenz und wir können schon angreifen. Zehn von zehn, top notch. Hätte ich echt nicht besser designen können. Wir können übrigens mal ein bisschen über Silent Hill Ascension quatschen. Ah, was ich mitbekommen habe, ist, dass das ja ein richtiger Flop wurde. Das ist ja das Einzige, was man von diesen vielen Silent Hill-Projekten Neues mitbekommen hat, was die vor einem Jahr angeteased haben. So, muss mich nochmal kurz muten, sorry. Was ja diese komische Live-Show sein sollte mit Voting, Abstimmung, je nachdem, wie das weitergeht. Ich habe die nicht geguckt, ich habe da auch nicht wirklich was mitbekommen.
Nur, dass du dich irgendwie da reinkaufen kannst und dir sozusagen Stimmen mal kaufen kannst. Sprich, Konami hat wieder absoluten Scheiß gemacht und das völlig gegen die Wand gefahren. Geil. Okay, James sieht irgendwas. Was ist hier? Digga, ich habe hier dreimal drauf getippt. Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Und ja, was soll ich sagen? Das hat mich nicht gewundert. Ich wusste sowieso von Anfang an, also ich habe es mir zumindest gedacht, dass das vielleicht eine coole Idee ist mit dem, mit diesem komischen Streaming-Ding, mit Chat-Einbindung. Und hast nicht gesehen, was die damals gezeigt haben? Mitarbeiteraufzug, das ist der für unten. Das soll ich das aber wahrscheinlich nicht gut umsetzen. Ja, und das ist jetzt ein nächstes. Ich wollte nachladen. Dass das jetzt das nächste Fab-Projekt von denen war. Also ich schätze mal, dass das nächste Silent Hill nicht so geil wird, der ganze Kram. Ich muss sagen, ich freue mich auch nicht auf den nächsten Silent Hill Film, der jetzt auch schon in Entwicklung ist. Okay, ein Koffer. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja... Okay, ja, 203. Oh, bitte sag mir, bleibt liegen. Hey, Mist, Viecher. Ja, da ist der Koffer. Da müssen wir irgendwas eingeben. Wir gehen erstmal runter zum Aufzug. Ja, warum? Weil ich den ersten Scientific-Film geil fand. Auch nicht so perfekt. Ne, Pyramid Head war auch drin und so, also... Fehler haben sie gemacht. Also ich fand den ersten Film trotzdem nicht schlecht als Film, als Videospielverfilmung. Für viele ist es ja immer noch die beste Videospielverfilmung, die es jemals gab. Ich muss sagen, ich finde sie wirklich okay. Aber den zweiten finde ich pures Hollywood-Teenie-Drama. Oh, hast du es denn nicht gesehen? Okay, was zum Fick? Okay, warte. Mitarbeiteraufzug. Oh, müssen wir doch wieder hoch. Aber auf jeden Fall, den fand ich halt grauenhaft, den zweiten Film. Auch von den Effekten her, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch für den dritten Teil, weil der auch eher noch mit dran arbeiten soll, der tatsächlich nicht so gute Filme oder Serien macht, der tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen an Resident Evil-Kram mitgearbeitet hat, so was ich halt ganz fern von einem Jahr mal mitbekommen habe. Und deswegen habe ich nicht so viel Vertrauen daran, weil ich mir die Resident Evil-Filme, die CGI-Filme waren okay, aber die Real-Life-Filme, die haben mir immer, die fand ich grauenhaft. Ah, da war eine verschlossene Tür. Und deswegen, muss ich sagen, habe ich da nicht so viel Hoffnung. Hier müssen wir rein, okay. Ja, daran erinnere ich mich noch teils. Oh, jetzt wird's ätzend. Das ist der Moment im Spiel, wo ich mir denke, jetzt wird's scheiße ätzend, weil jetzt kannst du, wenn du wenig Highlight-Items hast, hier richtig mit Problemen durchkommen. Also jetzt könnte es echt problematisch werden, weil ich glaube, jetzt kommen sehr viele Gegner. Das ist eine Person. Ja. Ja, geil. Unser Messer. Okay, ich verstehe. Ja, wir müssen Items ablegen. Reicht das? Kann ich bei der Pistole mitnehmen? Ach du Hund, Alter. Hä?
Hä? Was, no, was denn noch, Alter? Muss ich alles ablegen? Die ganze Muni können wir ablegen. Wir werden jetzt kaum neue Waffen kriegen. Okay. Wie viel denn noch? Oder müssen wir alles? Okay. Gut, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, nicht mal mehr unsere... Was wir verarschen? Dritte Etage geht nicht. Erste. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Auch weil wir alles abgelegt haben. Wunderbar. Jetzt müssen wir waffenlos hier durch. Oh, ist das schön. Das ist nicht mal eine Lampe. Ich glaube, das geht jetzt für so gut 20 Minuten so. Ja, freut euch mal. Ah, eine weitere Spieldose. Schneewittchen. Was Interessantes noch hier? Ja, aber erstmal so viel zu... War das alles? Erstmal so viel zu... meinen Gedanken. Zu dem ganzen neuen Silent Hill Kram, okay. Ich krieg wieder Karte für Mitarbeiter. Zu meinen Gedanken zum neuen Silent Hill Kram. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier gibt's nichts Interessantes. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. 2024 kommt der zweite Teil raus. Da können wir uns drauf freuen. Schön, dass wir vorher nochmal das Original spielen. Okay, papa, da geht's so rein. Oh, hell no. Ja, geil, jetzt wird's richtig lustig. Ja, geil, jetzt wird's richtig lustig. Alter. Der Fakt, dass dieses Mistding nicht ein Geräusch gemacht hat und einfach nur da stand. Office. Ich habe das Videoband. Silent Hill. Ich habe einen Dosenöffner. Hä? Wofür das denn, Alter? Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. In den Dokumenten, die auf dem Schreibtisch liegen, steht nichts Nützliches. Es ist. Das sah auch eher aus wie ein Gerümpelhaus als wie ein Office. Wenn es jetzt hinten reingegangen wäre. Oder irgendwie eine, wir können die Tür nicht öffnen, wir gehen zurück. Plötzlich öffnet sich eine Tür und wir können wo reingehen. Das wäre gut gewesen. Hier ist ein Terminkalender mit dem Datum von vor einem Jahr. Ich habe Gewehrpatronen. Yeah.
dunkel, um die Karte zu lesen. Okay, hier gibt es nichts weiter. Die Fenster sind geschlossen. Das ist wahrscheinlich für Anlieferungen und so, ne? Schönes Detail, wir können die wirklich nur im Hellen lesen. Kommen wir nirgendwo rein. Security Office, Men's Locker, Woman's Locker. Ah, das ist wirklich der Mitarbeitereingang an der Seite anscheinend, wo auch der Kram eingeliefert wird und hast ihn nicht gesehen. Ja, okay. Oh, nee. Na gut, wir müssen runter. Wir können den Aufzug ja niemals ohne Knarren benutzen, deswegen wir müssen hier irgendwie durch. Ah ja, richtig geil, wieder richtig fair, fick dich. Auf den Knopf, aber es tut sich nichts. Boiler. Ist der Hilfekasten? Boilerraum, ja. Schlüssel zur Bar. Ah. Und dort finden wir wahrscheinlich die letzte Spieldose, Kassette, was auch immer. Ach du Scheiße. Okay, einschätzen. Your Storage, Kitchen, Bar, Venus, Tears. Okay, wir müssen wahrscheinlich nach hinten. Ja. Los geht's. Oh, schnell durch. Was? Wo sind wir denn jetzt angelaufen? Ach ja, hier lang. Irgendwas? Nee. Die Weinvorräte des Hotels. Ach, geil. Was ist das? Eine Dose ohne Etikett. Wir haben einen Dosenöffner. Das ist, in der Dose waren Glühbirnen. Das ist ja meine Glühbirne. Ich hinterfrag's mal nicht, okay? Yeah, wir sind an der Bar und meine Fresse, hier steht ein Haufen Fuse. Die glöbelnde Fährte, so kann ich sie nicht einschalten, warte. Spielt nicht, also muss sie kaputt sein. Ah, vielleicht mussten wir die Glühbirne einsetzen, weil wir sonst das Schlüsselloch bei der Tür nicht gefunden hätten. Ich weiß es nicht. Maybe. Wo zum Arsch sind wir jetzt? Ja, das ist die beste Falle, Alter. Dose mit Verdünner. Okay, in der Küche haben wir alles gemacht. Was hier? Mit Verdünner lag im Aufzug. Okay, mir gefällt das Hotel als Rätselgebiet nicht schlecht. Oh nein, wir müssen weiter. Okay. Aber schönes Detail, die bewegen sich überhaupt nicht. Ah. Komm schon, lass mich durch. Nein.
Gottes Willen. Sind wir denn jetzt? Ah, wir sind wieder da. Okay. Es ist nur die Frage. Was machen wir mit unseren neu gesammelten Items? Ich meine, ja, wir haben jetzt eine von den Spieldosen. Ja, das ist echt wunderbar, echt hilfreich. Controller hat vibriert, okay. Wo mussten wir lang? Hier lang? Alter, Alter, überall. Ist die Frage, brauchen wir noch irgendwas? Was bringt mir der Verdünner? Was bringt uns das Tape, was ich vor 3 Jahren im Hotel vergessen habe? Ach stimmt, das sollten wir uns ja abholen. Ja, ich schätze mal, wir nehmen alles wieder mit. So. Ja, ich glaube, alles ist sogar noch in der Aufstellung. Okay. Wir gehen mal runter. Aber was zum Fick bringt mir Verdünner? Sind die weg? Jetzt sind die wieder weg. Oh. Die kommen nur, wenn wir verwundbar sind. Oh, fick dich doch, Spiel. Fick dich doch. Das ist die vom Tod erwachte. Okay, warte. Was haben wir denn noch? Keine mehr. Die Prinzessin, die vom Tod erwacht, das stimmt. Ganz viele. Können wir was bei den anderen reintun? Okay, was steht hier richtig? Das sind die um Mitternacht floh. Okay, wir nehmen alles wieder mit. Das sind die vom Tod erwachte. Das ist Schneewittchen. Weil die stirbt ja am Ende und hast nicht gesehen. Da, da, da. Verwenden. Da kommt ja ein Röschen auch noch. Kein Wort sprach. Ja, dann fehlt noch die letzte. Aber wo zum Geier ist die letzte? Und was machen wir mit einem Verdüngungsmittel? WTH. Rezeption, Office, Refrigerator Room, Freezer. Da kommen wir nirgendwo durch. Wie zum Geier sind wir eben wieder in das Gebiet hier gekommen. Das wundert mich gerade. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht kriegt man da irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Karte. Oh, Cloakroom. Da hinten ist der Koffer. Vielleicht... Was weiß ich, was wir mit dem Koffer da machen sollen. Was wir da machen sollen.
Ich meine, warte mal, Bar. Nein. Frisroom. Wie Hotel. Zweite Etage. Dritte Etage. Die dritte haben wir noch gar nicht erkundet, weil wir da nicht hin konnten. Ich wüsste momentan auch nichts anderes, als halt hier ziellos hin und her zu laufen. Wir gehen nochmal zum Koffer. Hoffen wir mal, dass die Monster noch down sind. Ja. Dass wir da welche eventuell mit dem Verdünnungsmittel was machen können. Okay, was haben wir denn für Buchstaben? Mist eingeben, wie Nebel. Geht das? Oder Hill? Ist das natürlich, ich habe keine Ahnung. Da. Nee. Okay, nee, wir müssen wirklich den Code wissen. Vielleicht bringen wir, warte mal. Wo guckst du hin? Hier ist der Koffer. Nee. 312. Die Sache ist, da kommen wir halt nicht hin. Wir kommen halt nicht in die 312. Wir kommen halt absolut nicht in die dritte Etage. Und ich kann mich jetzt momentan nicht erinnern, wie ich eben gelaufen bin. Was den Fahrstuhl und alles angeht. Ich habe keine Erinnerung mehr, wie ich eben gegangen bin, dass wir dann der Bar rauskamen. Aber ich will meine Sachen jetzt unmöglich, ich will die nicht alle wieder ablegen. Lol. Ist abgeschlossen. Bin ich jemals hier hochgelaufen? Was? Wer hat gerufen? Okay, irgendwer hat James gerufen. Aber es klang absolut verzerrt und quietschig. Was war das? Ich habe die Benachrichtigung ausgestellt, Xbox. Wunderbar, dass du dich dran hältst. Wir sind auf jeden Fall eine riesige Treppe nach oben gegangen und dann waren wir irgendwie in der Etage hier. Ich habe keine. Ah, hier runter. Alter, hier geht's runter? Krass. Okay, können wir jetzt hier was machen? Küche, Elevator. Oh, Scheiße. Ist jetzt noch irgendwas, was wir finden können? Nein. Ach, okay, ich weiß es wahrscheinlich. Ködern, okay. Wir können jetzt hier den Fahrstuhl fahren. Ich bin nie mit dem Fahrstuhl gefahren. Hallo? Och nein. Och nein. Wir müssen den ganzen Scheiß wieder ablegen, oder was? Ich kann nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen. Okay.
Sonst noch irgendwas? Storage Room. Die Treppe. Wir könnten durch die Küche zurück, die Treppe entlang. Und schauen, ob wir da irgendwas erreichen können. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, dass jetzt nur sinnloses Rumgerenne. Aber irgendwas wird es uns ja gebracht haben, dass wir den Weg hier geöffnet haben. Wir haben genug Munition. Wir können die auch mal verballern. Sorry. Das wird doch nicht so gedacht sein, oder? Dass wir jetzt den ganzen Scheiß nochmal ablaufen? Diesmal aber halt mit einer Knarre. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Kommen halt auch nicht mehr, wir können ja auch nichts mehr machen. Wir hätten halt auch nicht mehr zurückfahren können. Okay, was haben wir gerade? Unsere höchste Priority ist, in die dritte Etage zu kommen. Handschrift auf dem Etikett, das man sich damals aufgenommen hat. Ist ja im Aufzug. Für was brauche ich Verdünner? Wir brauchen dafür wahrscheinlich eine andere Flüssigkeit oder um das irgendwie was, irgendwas Komisches von was anderem abzukriegen. Ich weiß nicht. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt wirklich nochmal. Wir legen unseren ganzen Scheiß ab. Wir gehen zurück, legen unseren Scheiß ab, benutzen den Aufzug. Und dann, keine Ahnung, chillen wir. Schauen wir, was passiert. Ja, der Fahrstuhl geht ja auch überhaupt nicht. In den da können wir allerdings rein und raus. Also den können wir offensichtlich benutzen. Aber wahrscheinlich brauchen wir halt da wieder dieses gewisse Mindestgewicht oder halt Höchstgewicht, was wir jetzt nicht haben. Weil ich relativ stupid war und ich meine ganzen Sachen wieder mitgenommen habe. Mal schauen. Der würde wahrscheinlich wirklich irgendwie losfahren. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Zweite Etage wieder. Und dort können wir gleich mal saven in dem Raum. Dann gehen wir hier wieder runter. Bla bla. Die Sache ist, wir haben dann halt in der dritten Etage nichts dabei. Wahrscheinlich kriegen wir dann einen Schlüssel, öffnen die dritte Etage, können dann runtergehen, können den ganzen Scheiß wieder neu machen. Hast du nicht gesehen? Können wir wieder umtauschen, blablabla, Items holen.
Es fühlt sich ein bisschen wie Spielstreckung an. Ne? Also das will ich mal jetzt nicht leugnen. Okay, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Wir haben wieder 35 Minuten erreicht. Schöne Zeit, wir wollen ja auch nicht überziehen. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, wie wir weitermachen. Ich werde erstmal, wenn es funktioniert, werden wir uns im nächsten Part beim Aufzug wiedersehen. Bis dahin, ciao.